Hallo ihr Lieben, seit dem ersten Teil meiner Neuzugänge für den Juni sind nicht mehr allzu viele Bücher eingezogen. Ich wollte sie euch dennoch eben zeigen. Außerdem hatte ich ja noch ein Avell-Unpacking. Das verlinke ich euch unten in die Infobox und das erste Video der Neuzugänge im Juni auch. Und jetzt sind noch vier Bücher eingezogen und ein Hörbuch, was ich euch dann noch eben zeige. Zum einen das Hörbuch von Elizabeth Little, Mördermädchen, ist im Hörverlag erschienen. Ist eine MP3-CD von 7 Stunden 15 Minuten und wird gelesen von Nora Tschirner und Oliver Siebeck. Und ja, da bin ich jetzt auch schon bei der Hälfte und gefällt mir ganz gut, ist jetzt aber nichts Herausragendes. Aber mal sehen, wie es noch weitergeht. Dann habe ich unangefragt ein Buch zugeschickt bekommen vom Knauer Verlag. Habe ich mich sehr darüber gefreut, da das Buch eh schon auf meiner Wunschliste stand. Und zwar von Annabelle. Eigentlich bist du gar nicht mein Typ. Ich finde, die Optik, das Cover, erinnert so ein bisschen an die Mairi McFarlane Bücher. Und der Titel eigentlich auch. Das Buch ist im Knauer Verlag für 9,99 € erschienen. Und hier geht es wohl um Abby, die von Joseph verlassen wurde. Und sie findet wohl eine Liste von 10 Dingen, die er bis zu seinem 40. Geburtstag erledigt haben möchte. Und sie nimmt sich vor, diese Liste abzuarbeiten, um ihn zurückzuerobern. Ja. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ist ein Rezensionsexemplar. Werdet ihr dann noch weiteres von mir hören? Dann habe ich ein Buch, was sich auch sehr interessant anhört, auch aus dem Knauer Verlag, von Andrew Clover, Das große Glück tanzt auf den kleinen Wellen. Für 9,99 € ist jetzt auch, glaube ich, ganz frisch erschienen. Und ja, bin ich mal gespannt drauf. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Hier steht bloß, Lucy hat ein schönes Zuhause, einen liebevollen Mann und zwei wunderbare Kinder. Trotzdem wird die 43-Jährige das Gefühl nicht los, dass ihre großen Wünsche und Träume irgendwann auf der Strecke geblieben sind. Erst als ein dramatisches Ereignis alles zu zerstören droht, erkennt sie, wie erfüllt ihr bisheriges Leben war. Doch da ist es beinahe schon zu spät. Und ja, bin ich auch mal gespannt drauf. Ist auch nicht so dick. 350 Seiten in etwa. Ja, mal schauen. Dann ein Buch, was jetzt gestern am 1.7. als Taschenbuch erschienen ist. Und ich habe darauf gewartet, weil ich wollte es gerne als Taschenbuch haben, weil ich den ersten Teil auch als Taschenbuch habe. Und dann finde ich es blöd, wenn man dann das zweite plötzlich als Hardcover hat. Und zwar von Morgan Kellen Rogers, Eisblaue See, endloser Himmel. Der erste Teil war ja Rubinrotes Herz, Eisblaue See. Den hatte ich vor ein paar Monaten gehört. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Deswegen bin ich jetzt auf den zweiten Teil gespannt. Im ersten Teil ging es darum, dass Florins Mutter während ihrer Kindheit spurlos verschwunden ist und auch nie wieder aufgetaucht. Und in diesem Fall geht es jetzt wohl darum, dass Florin heiratet und kurz danach tauchen mysteriöse Briefe auf, die das Verschwinden ihrer Mutter in einem neuen Licht erscheinen lassen. Bin ich sehr gespannt drauf. Kann auch sein, dass ich es wieder höre und werde ich dann auch näher berichten. So, und das letzte Buch musste ich auch sofort haben. Ich habe letztes Jahr gelesen von der Autorin die Frauen der Rosenvilla. Jetzt ist das neue Buch erschienen von Theresa Simon, die Holunderschwestern, auch im, nee, das ist im Heine Verlag erschienen für 9,99 €. Hat aber recht viele Seiten, über 500. Ist halt wieder so eine Familiengeschichte in zwei Zeitepochen. Auch glaube ich, so ein bisschen Lucinda Riley-mäßig, das gefällt mir immer sehr gut. Paddy hat sich hier schon sehr lobend drüber geäußert
Und ja, mir hatte das andere Buch auch sehr gut gefallen. Und deswegen musste das jetzt einziehen. Mich erschreckt noch ein bisschen die Dicke des Buches. Aber da komme ich womit klar. Auf jeden Fall geht es hier um zwei Schwestern. Hier steht als Überschrift: Zwei ungleiche Schwestern, eine tragische Epoche, eine Liebe, die nicht sein darf. Es spielt unter anderem im Jahr 1918. Und ja, ich bin einfach mal gespannt drauf. Das waren meine paar Neuzugänge, die restlichen noch aus dem Juni. Jetzt kommt dann demnächst mein Hörmonat und mein Lesemonat. Und ja, das war es eigentlich von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir geht es nicht ganz so gut, aber ich hoffe, es hat trotzdem alles geklappt. Würde mich wieder sehr über Kommentare freuen und natürlich auch über Daumen hoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!